Hallo, ich habe nicht mitbekommen, dass du gekommen bist. Hi, danke. Der ist leider nicht mit dir. Aber ich revanchiere mich gleich, ich helfe dir gleich bei den Sachen. Ja, ja. Hi, ich habe uns Kaffee gekauft. Kaffee geholt und ich dachte, also, ich weiß, du magst Kaffee und möchtest du? Nein, danke. Okay, guck mal, pass auf, ich wollte mich einfach bei dir bedanken für deine lieben Worte und dass du für mich da gewesen bist. Es hat echt gut getan und deswegen glaube ich, dass dir eine kleine Kaffeepause auch ganz gut tun würde. Also von daher, möchtest du ihn jetzt trinken, möchtest du ihn gleich trinken? Also du kannst ihn auch während der Arbeit trinken oder so. Oder wir trinken ihn gleich einfach zusammen. Ich kann mich hier hinsetzen und einfach warten, bis du fertig bist. Hey, was verstehst du denn an dem Nein nicht? Ich habe hier genug zu tun. Und du musst dich jetzt nicht hier hinsetzen, mir beim Arbeiten zu sehen. Okay, wow, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas Falsches gesagt, oder? Ja. Ja. Sorry, dass ich einfach nett sein wollte und dir einen Gefallen tun wollte. Aber wenn ich hier nicht erwünscht bin, dann gehe ich einfach oben im Lager arbeiten. Ich habe hier Teilchen mitgebracht. Wer Hunger hat, der kann sich einfach bedienen. Warum war Ben so fies zu mir? Und ehrlich gesagt hat das auch ganz schön wehgetan, nachdem er vorhin so einfühlsam zu mir war. Aber anscheinend hat er sich dazu entschieden, mich doch nicht leiden zu können. Und ich weiß auch nicht, was Mel ihm vielleicht alles über mich erzählt hat. Das tut mir voll leid. Es ist mir jetzt auch nicht leicht gefallen, Lea so zu behandeln. Aber ich muss mich von ihr distanzieren, sonst wird das immer schlimmer. Alter. Ich wollte dich nicht erschrecken, sorry. Wo kommst du her? Ja, ich mach doch die Leitungen hier. Apropos, schon mal, danke nochmal für den Schlüssel. Ja. Und ich sag dir eins, sie sind so veraltet, diese Teile. Da bin ich Tage, wahrscheinlich Wochen drüber, um das alles zu reparieren. Mhm. Hör zu, ich wollte mich noch mal entschuldigen bei dir, weil vorhin das war ein bisschen peinlich und eine blöde Situation. Das wird auch nicht mehr vorkommen. Alles gut, ist nicht so schlimm. Passiert, sei mir nicht böse, aber ich habe hier echt ganz schön viel abzuarbeiten. Ich muss mal ich muss auch hier ein paar Sachen machen. Ist bei dir alles okay? Ah, frag mich schon wieder. Hey, Lea! Mich schon wieder. Komm, lehn dich mal hier an. Was ist los mit dir? Boah, keine Ahnung. Diese Scheißtage. Aber es war noch nie so schlimm. Ich verstehe das nicht. Und weil die Ärztin auch gesagt hat, dass es normal ist, wahrscheinlich durch diese blöde Eileiterschwangerschaft. Und gerade ist irgendwie alles scheiße und gerade fühle ich mich auch allein. Was geht? Alles gut? Wie geht's dir? Wohin gehst du? Bruder, ich muss zu Lea. Ich will mich wegen der Sache heute Morgen entschuldigen. Mann. Lea? Ja, Mann. Ah, die ist gar nicht da. Ich gehe gerade einkaufen, sie ist nicht zu Hause. Scheiße. Du willst dich entschuldigen? Ja, normal, Mann. Wegen was? Ja, heute Morgen ging mir was weg. Ah, guck mal, hör mal. Also, willst du mal einen Ratschlag von mir? Hm. Von Mann zu Mann. Ja, Mann. Ja, guck mal. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Das ist einfach deine Art und Weise, damit umzugehen. Mhm. Ja, klar, wir waren saufen, aber du hast doch niemandem wehgetan. Du hast doch nichts gemacht. Ja, klar, das Thema mit der Schwangerschaft und so hat sie auch belastet. Und ich habe auch mit ihr gesprochen, sie will zuerst mal Ruhe haben. Mhm. Aber sei ein Mann. Renn ihr nicht hinterher wie so ein kleiner Junge. Ja? Ja, du hast recht. Hast du nicht ich mach echt wie ein kleiner Junge und lauf da hinterher, das ist bekloppt, ne? Ja, und lass erstmal sie auf dich zukommen. Mach du erstmal gar nichts. Tipp von mir. Ja, lass sie auf dich zukommen und dann seht ihr, wie es weitergeht. Okay, ja, mach dich dann nicht verrückt. Geil, Großer, danke. Okay? Ich gehe einkaufen, läufst du mit? Ja, klar, ich gehe zurück. Dann. Komm. Aber wo ist Oskar? Sollte der nicht hier sein für dich? Ich meine, heute Morgen, okay, der hat den Kater, das verstehe ich, aber ist er sonst nicht da für dich? Ben, er hat doch selber gerade mit sich zu kämpfen. Er muss doch selber irgendwie gucken, wie er das alles unter einen Hut kriegt. Da kann ich doch nicht von ihm verlangen, dass er auch noch für mich da ist und dass er mir auch noch gerecht wird in dem Ganzen. Oh. Aber weißt du, es wäre einfach mal schön, wenn ich jemanden hätte, der einfach mal da ist, der mir eine starke Schulter gibt, an der ich mich anlegen kann, aber irgendwie... Komm mal. Ich glaub's nicht. Tust du wieder auf Opfer? Also, sie braucht jetzt mal eine Schulter, wo sie sich ein bisschen ausweinen kann. Ihr geht's nicht so ja, gut. Ja, Ben, sie hat Freunde. Und sie hat auch einen Freund. Und ich glaube, du solltest auch eher für deinen Sohn da sein, als für die Freundin deines Sohnes. Sie hat genug Freunde.
Ja, du weißt es ja wie immer besser, ne? So, ich mach mal weiter. Such dich vielleicht einfach mal wen anders. Und mein Bruder. Ja. Bin oben und mach Inventur. Ich brauche mal weiter. Irgendwie hat sich das gerade echt schön mit Ben angefühlt. Keine Ahnung, ich frage mich gerade einfach, warum Oskar mir dieses Gefühl nicht einfach mal geben kann. Ich bin echt weinend eingeschlafen. Diese Eileiter-Schwangerschaft trifft mich härter, als ich erwartet hätte. Aber die Erinnerungen an meine Fehlgeburt sind plötzlich einfach alle wieder da. Ich komme vielleicht schon oder so. Sag mal, hat euch jemand komplett ins Gehirn geschissen? Hä? Oh, Steffi kommt! Steffi! Du stinkst wie eine ganze Kneipe. Baby. Nee, nix, Baby. Ehrlich, lass es. Was soll das? Kommst du jetzt jedes Mal besoffen oder angesoffen oder mit einer Fahne hier rein bis keine Ahnung wohin? Danke, dass du mir zuhörst und mir deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst. Ist das deine Art und Weise, mit der Schwangerschaft und allem umzugehen? So? Wir haben doch Glück, du bist doch gar nicht schwanger. Und du kannst jetzt auch wieder trinken. Willst du ein Bier? Boah, Oskar, es ist nicht dein Ernst. Mach darüber keine Witze. Ich habe dir was dazu gesagt. Mach doch keine Witze über Bier. Es ist nicht das erste Mal, dass es mir so geht, oder? Hey, er wollte sich nur ablenken, Lea. Ja, ist es zu viel verlangt, dass er für mich da ist? Ist das eine Art und Weise, sich abzulenken? Über die eine Sache gesprochen. Mach die Witze über Bier? Weißt du was? Nee, ich mach über Bier keine Witze. Aber weißt du, worüber ich auch keine Witze mache? Dass du jetzt nach Hause gehst. Ich hab nämlich die Schnauze voll. Es ist immer dasselbe mit dir. Es ist immer Schatz, nicht Schatz. Ehrlich, ich hab die Schnauze voll. Sie, hast du mich eigentlich mal angeguckt? Weißt du, wie mich das alles verletzt? Geh, du kannst dich wieder bei mir melden, wenn du wieder bei klarem Verstand bist und wenn du wieder nüchtern bist. Lea, warte. Ich liebe dich. Hey, Lea. Was? Warte mal. Guck mal, sei nicht so böse zu ihm. Ich glaube einfach, das ist seine Art und Weise, mit der ganzen Sache umzugehen. Die Schwangerschaft belastet ihn wirklich. Ich war in der Stadt, ich habe ihn gesehen, der war fix und fertig. Der war wirklich... Macht er sich einmal Gedanken darüber, wie es mir geht? Hm? Er kennt meine ganze Geschichte und er geht so damit um. Ich weiß, du meinst es nur gut, aber tu mir einen Gefallen, das ist nicht deine Baustelle. Kann ich gehen? Oskar ist so ein Idiot. Kann er nicht wenigstens jetzt einfach mal für mich da sein? Aber ganz ehrlich, ich werde nicht mehr den ersten Schritt machen. Jetzt liegt es an ihm, mir einfach mal zu beweisen, dass er reif genug ist, um den ersten Schritt auf mich zuzumachen. Wir müssen alles erneuern, oder was? Das ganze Steckdosen. Ben scheint sich echt gut mit mir zu verstehen. Vielleicht liegt das auch daran, dass Ben eben so fies zu mir war. Okay, bestellst du denn alles? Ja, ich mach alles klar, ne? Hey, du, ich wollte mich revanchieren. Also du hast dich vorhin so nett um mich gekümmert und es hat sich echt schön und gut angefühlt. Und ich wollte fragen, ob ich dich jetzt auf einen Kaffee einladen darf, als kleines Dankeschön. Jetzt klappt's auch nicht. Und ich glaube, es wäre auch besser, wenn wir uns überhaupt nicht auf einen Kaffee treffen würden. Okay, habe ich irgendwas falsch gemacht oder habe ich irgendwas Falsches gesagt, dass du jetzt eben, dass du noch so nett zu mir warst und mich jetzt behandelst wie dreckig? Was erwartest du von mir? Was erwartest du von mir? Ich bin doch nicht dein Freund. Alles klar, verstehe. Weißt du, Ben, ich find's wirklich schade, dass du dir von deiner Schwester eintrichtern lässt, ja, wie so ein kleiner Junge, dass ich anscheinend wahrscheinlich ein Psycho sei. Und jetzt findest du es wahrscheinlich auch noch scheiße, dass ich mit deinem Sohn zusammen bin, richtig? Ja, ich find's scheiße. Aber das habe ich mir nicht von ihr eintrichtern lassen. Mhm, das werden wir ja sehen. Ich werde das nämlich mit der richtigen Person gleich auch klären. Tu mir bitte einen Gefallen und halte mich raus aus eurem Streit und Stress. Damit habe ich nichts zu tun. Ah, okay, Entschuldigung, dann mache ich das doch hier. Fuck you, ehrlich. What the fuck? Passiert? Lea! Ben. Schnell, komm mal! Was? Oh meine Güte, ich glaube, sie hat einen Stromschlag bekommen. Was? Wie konnte das passieren? Bitte fass nichts an. Wie konnte das passieren? Oh Mann, keine Ahnung. Ist irgendwas schief gelaufen. Okay, er hat doch Puls am Spiele Seitenlage. Oh, ich Ruf ein LTV an. Ja.
rufst du an? Ja. Hallo? Ja, wir bräuchten mit dem Krankenwagen ins Cage, den Nachtclub. Das sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Aber ich kann Ihnen trotzdem nur sehr empfehlen, mal mit ins Krankenhaus zu kommen. Mm-mm, auf gar keinen Fall. Alles gut, ich komme klar. Sie wissen schon, danke schön. Sie wissen schon, dass bis zu 24 Stunden danach noch eine Herzrhythmusstörung kriegen können, ne? Alles gut, mir geht's gut. Wirklich, ist nicht nötig, dass ich mit ins Krankenhaus fahre. Ja, du solltest mit ins Krankenhaus fahren, okay? Warum? Was interessiert dich da so? Seit wann interessierst du dich für mich, wie es mir geht? Das ist ja scheißegal. Das ist mir eben nicht, okay? Genau das ist das Problem. Das ist mir nicht scheißegal. Gut. Ja? Ja, was ist passiert? Alles gut, Nick. Mir geht's gut. Oh, mir geht's gut. Bist du sicher? Was hast du? Jetzt wird's doch wieder schlimmer. Macht irgendwas. Was ist passiert? Hab ich mir schon gedacht. Du warst doch die ganze Zeit bei mir. Warum hast du nicht aufgepasst? Was ich gesagt habe. Können Sie mal bitte davon runtergehen? Schau mal bitte auf. Wir fahren auf jeden Fall ins Krankenhaus, ja? Tun Sie mir den Gefallen und legen Sie sich mal bitte hier drauf, ja? Dann machen wir, dass wir schnell ins Krankenhaus kommen. Ich komme mit. Kann ich irgendwas tun? Ist das schlimm? Nein, nein. Das wird schon wieder. Aber wir müssen zur Sicherheit auf jeden Fall ins Krankenhaus. Genau, legen Sie sich einfach auf den Rücken, bitte. Würden Sie bitte gleich am Fußende mittragen, ja? Ich gehe auf die andere Seite, wir machen das EKG erst noch, aber im Auto machen wir es wieder dran. Ja, selbstverständlich, klar. Schatz, alles so gut. So, bleiben Sie bitte genauso liegen. Wir tragen Sie hoch, es passiert Ihnen nichts, ja? Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Ah, könntest du uns die Sachen noch nachdenken? Was war das denn gerade zwischen mir und Ben? Er wollte mir doch irgendwas sagen. Also irgendwie wünsche ich mir sogar, dass Oskar sich bei mir meldet. Ich meine, es ist auch mal was ganz Neues, dass ich einfach so gar nichts von ihm höre. Es passt einfach nicht. Und sonst kam er ja auch sofort wieder angekrochen, wenn wir Stress hatten. Ja, bitte. Boah, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Es ist echt zum Kotzen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Das ist viel zu sommerlich. Darauf habe ich keinen Bock. Und bei der Jeans, ich keine Ahnung. Entschuldigung, tut mir leid. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Du siehst doch, ich hab nichts an. Ja, Leonie hat mich reingelassen. Ich brauche Schlüssel fürs Cage. Und ich habe Jan und Mel versprochen, dass ich denen ein bisschen mit der alten Technik da helfe und Kabel und so reparieren. Und Mel ist auf der Wache. Ja, schön. Kannst du bitte aufhören, so zu starren? Und kannst du vielleicht einfach rausgehen? Dann kann ich mir auch was anziehen. Mein Gott. Tut mir wirklich leid, sorry.